Hallo, hier bin ich wieder. Heute ist der 4. April und heute geht es um die Chia. Ich habe hier viele Chia-Pflanzen. Ich hatte ursprünglich mal 3. Da habe ich aber bin ich nicht zu der Ernte gekommen, weil das doch ziemlich aufwendig ist. Die haben sich hier total ausgesät und als im Winter hier es geregnet hat, kamen sie überall zum Vorschein. Ich habe sie dann hier so teilweise an die Schläuche gesetzt. Nicht alle, aber sie sind auch wirklich sehr genügsam. Die brauchen gar nicht so viel Wasser. Die hatten jetzt auch sehr schön geblüht. Und jetzt ernte ich sozusagen die Samen. Das ist nicht so einfach wie immer oder wie oft bei so Samenpflanzen, wo man dann doch mühsam die Samen rausholen muss und dann auch dann immer so noch diese Hüllen und alles Mögliche dann da auch noch mit drin hat. Ich so meine Methode gefunden. Ich habe die dann auch immer mehr verbessert. Erst mit Pusten, dann mit Wedeln. Und wenn dann noch windig war, ich habe mir windige Tage ausgesucht, dass dann also diese leichteren Sachen dann auch erst aus der Schüssel, die war ein bisschen zu hoch, da habe ich mir das dann alles ins Gesicht gepustet. Dann mit so einem flachen Teller. Das konnte ich dann leichter rauswedeln. Aber man darf dann so ein Blasebalg oder so ist dann doch zu viel oder ein Föhn, weil die Samen ja doch auch sehr leicht sind, die fliegen dann mit raus. So habe ich hier nach und nach das Chia geerntet und habe einen Chia-Pudding gemacht. Das ist auch so eine Sache, also ein Chia-Pudding mit Melonenbeeren. Die habe ich da unten geerntet, das zeige ich dann auch gleich noch. Die habe ich erstmal geerntet. Habe ich hier meinen Chiasamen gemacht und das ging über mehrere Tage. Also man kann sagen, ich habe hier jeden Tag so eine halbe Stunde habe ich mich hier hingesetzt und hatte dann immer so, naja, so fast an die 10 Gramm habe ich dann zustande bekommen an Samen. Und das mache ich auch weiterhin. Das ist bei weitem noch nicht alles geerntet. Chia-Pudding hatte ich jetzt so ein bisschen das Problem, dass der doch ziemlich geschmacklos ist. Also ich wollte ja jetzt nicht irgendein diätisches, glutenfreies, laktosefreies Frühstück mehr machen, sondern ich wollte eigentlich ein bisschen so eine Süßspeise haben. Also etwas, was auch geschmacklich was hergibt. Und ich habe dazu dann auch Kokosmilch genommen, wobei in der Dose, ich hätte 400 Milliliter gebraucht, in der Dose doch zu wenig Flüssigkeit drin war. Der Rest ist dann oft fest in dieser, bei dieser Kokosmilch. Das war dann ein bisschen wenig Flüssigkeit. Das habe ich dann erstmal, habe ich die Chiasamen alle da zusammen rein, das über Nacht in den Kühlschrank gestellt zum Quellen. Und das war dann eine sehr, sehr feste Masse geworden, weil einfach zu wenig Flüssigkeit drin war. Ich habe das dann einfach nochmal mit normaler Milch noch mal ein bisschen flüssiger gemacht, so dass es so eine wirklich so eine cremige Konsistenz dann hat, auch durch dieses Quellen, und habe mir das dann noch geschmacklich etwas aufbereitet mit etwas Vanille und mit etwas Süßungsmittel. Ich habe jetzt in dem Fall Birkenzucker, also Xylit, genommen, aber natürlich ist auch normaler Zucker möglich. Es ist auch Honig, passt auch sehr gut, schmeckt auch sehr gut dazu. Stevia würde ich jetzt in dem Fall nicht nehmen, weil das auch leicht bitter sein kann. Und ich fand auch jetzt so ungesüßt und ohne Geschmack fand ich das auch ein bisschen bitter, diese Chiasamen. Aber insgesamt hat das dann gesüßt und mit ein bisschen Vanillegeschmack drin und obendrauf dann noch diese leckeren Melonenbeeren hat das dann wirklich ausgezeichnet geschmeckt als zweites Frühstück oder wie man es auch will oder auch als Frühstück. Es ist schon auch sehr sättigend,
Aber das war jetzt auch gleichzeitig noch eine leckere, ja nicht direkt Süßspeise, es war nicht zu süß, obwohl ich 2 Esslöffel dran gemacht habe. Ja, von dem Süßungsmittel war es nicht zu süß. Es hat, und es bisschen kam auch dieses Vanillearoma raus. Und ich fand das jetzt so, wie ich es dann zubereitet habe, doch sehr lecker. Ich würde in Zukunft gar nicht mehr diese Kokosmilch nehmen, weil das einfach nicht genug hergibt. Ja, ich habe gedacht, ich kriege damit ein bisschen Geschmack rein, habe ich jetzt aber gar nicht so gemerkt. Ich würde ganz normale Milch nehmen, man kann natürlich auch Wasser nehmen, man kann Mandelmilch nehmen, Hafermilch, was es alles gibt, pflanzliche oder tierische Milch. Und ja, so, das ist halt schon sehr gesund. Chia gilt ja so als Superfood, davon halte ich jetzt nicht so viel von diesen Hypes. Ich finde also diese Omega-3-Fettsäuren, die da auch drin enthalten sind, die finden sich auch in Leinsamen zum Beispiel, auch in ausreichendem Maße oder auch in Sesam, also in all diesen Samen, das muss da nicht unbedingt Chia sein. Aber ich wollte das jetzt einfach mal ausprobieren. Ich habe das jetzt zum ersten Mal gemacht und da die sich hier so verselbstständigen, also das ist keine Arbeit hier, die Pflanzen groß zu ziehen, sage ich mal, das tun sie von alleine. Aber was Arbeit ist, ist schon, das heißt Arbeit, es ist zeitaufwendig. Arbeit ist das gar nicht, man kann sich da gemütlich hinsetzen und das so durchsieben. Aber es ist schon ein bisschen zeitaufwendig, aber wenn man das jeden Tag eine halbe Stunde macht, hält sich das im Rahmen und dann hat man dann in 5 Tagen hat man dann 50 Gramm zusammen ungefähr. Hatte ich dann auch in 5 Tagen und ich habe ja nur 40 Gramm benötigt. Ich habe also noch was übrig und ich zeige das jetzt einfach mal. Das sind jetzt hier so die Chia-Pflanzen, die hier jetzt nicht am Schlauch stehen. Die sind natürlich jetzt doch ziemlich vertrocknet, aber die sind sowieso jetzt erntereif. Hier blüht noch mal eine, die bleibt jetzt sehr klein, weil die kein Wasser kriegt. Das sind die, die ich jetzt immer täglich so, oder alle 2 Tage oder jeden Tag, das so genau nehme ich das jetzt auch nicht, mich da so eine halbe Stunde hinsetze. Hier kommen schon wieder Blüten raus, die blühen auch sehr schön. Also die waren hier jetzt sehr schön, also das war hier so eine kleine blaue Reihe. Hier sind noch so ein bisschen die Reste. Hier hinter den Artischocken gibt es auch noch welche. Artischocken gab es übrigens auch schon, das zeige ich das nächste Mal. Die sind hier schon mehrfach geerntet worden. Hier kommen schon die nächsten, aber wir sind heute bei der Chia. Hier sind auch noch welche und ich lasse die sich hier so ein bisschen verselbstständigen. Und Ernte hat man hier echt mehr als genug. Also ich esse ja nicht jeden Tag Chia, bei mir Müsli oder so. Ich mache da schon was Besonderes draus. Und mit diesem Chia-Pudding, das fand ich jetzt eigentlich schon eine ganz gute Sache. Das lässt sich bestimmt noch verfeinern. Wenn ich da noch bessere Ideen habe, werde ich das auch noch mal zeigen. Nicht. Windig. Ich bin windig.
aber die Samen sind so leicht, dass sie auch schnell wegfliegen. Groben Stücke kann ich schon mal so rausholen.